Hallo Freund des gepflegten Kartendrehens, hier ist wieder Oldies Card Shop. Ich hatte es euch versprochen, deswegen kommt hier natürlich nochmal ein extra Deck-Profile von einem Deck, das ich persönlich sehr schätze, das auch ein sehr, sehr cooles Fun-Deck ist meines Erachtens nach und was eigentlich doch sehr unterschätzt wird, denn ich hatte jetzt viele Matches damit gegen Infernoid und ich hatte auch, ja, gut, gegen Palio hatte ich jetzt nicht ganz so viele, da wurde lieber entnervt aufgegeben. Die Rede ist von Cardians. Das ist an und für sich natürlich recht witzig, wenn ich das jetzt so sage, aber Cardians ist tatsächlich stark, wenn es nicht gerade brickt. Und zwar habe ich gegen Infernoid eigentlich auch fast alles gewonnen. Problematisch wurde es dann, wenn sie auf Exceed gehen konnten. Das war nervig. Gegen Frösche kann man First Turn einen Lock hinlegen, wo sie halt nur sehr schwer rüberkommen. Und sie haben halt wirklich sehr starke Synchro-Monster und genau die sorgen halt auch dafür, dass es diese beiden Friedhofsdecks wirklich sehr schwer haben. Aber egal, fangen wir erstmal an. Und zwar dreimal Pain. Pain ist eins von zwei Monstern, die in diesem Deck quasi den Eröffnungszug machen können. Ohne diese Karten wird es schwer. Das ist halt eins der großen Sachen, weswegen das Deck so gerne bringt. Und zwar sagt diese Karte, wenn sie normal beschworen wird, darf man eine Karte ziehen, wenn es ein Cardian-Monster ist. Also man zeigt die Karte vor, wenn es ein Cardian-Monster ist, darf man sie auf die Hand nehmen. Wenn es kein Cardian-Monster ist, wandert sie auf den Friedhof. Soweit so unspektakulär. Sie hat noch einen zweiten Effekt. Also generell ist sie erstmal wichtig, weil durch sie kann man halt noch sehr viele andere Cardians von der Hand beschwören und das ist halt das Relevante, weil diese halt Anforderungen haben, wie brauchen einen Stufe 11 oder niedriger Monster auf dem Feld und genau das ist es mit seinem Stufe 1. Die Karte hat noch einen anderen Effekt und zwar, wenn sie auf den Friedhof gelegt wird durch einen gegnerischen Karteneffekt oder durch Kampf, darf man noch eine Karte ziehen. Die muss man dann nicht vorzeigen, ist ganz nett. So, Monster, was man auf das drauflegen kann und auch wirklich nur auf das, ist der Crane. Und die hat auch nochmal eine besondere Eigenschaft. Abgesehen davon, dass sie 2000 ATK hat und somit quasi eines der Beatsticks in dem Deck ist, hat sie den großen Vorteil, wenn man mit ihr eine Karte zieht und es ist eine Flower Guardian Karte, darf man diese auch sofort spezial beschwören. Das heißt, die Karte hilft halt dabei, noch das Feld ein bisschen aufzubauen. Zusätzlich, wenn die Karte gekämpft hat, darf man noch am Ende der Battle Phase eine Karte ziehen. Ist also auch noch ein netter Effekt und mit 2000 ATK ist das durchaus möglich. Ja, so, dann haben wir hier eine Karte, die ist neu erschienen, die ist eigentlich auch recht stark. Das ist quasi das themeigene kleine Honest. Diese Karte erlaubt es einem, wenn man die oberste Karte vorzeigt und es ist eine Flower Guardian Monster, darf sie sich spezial beschwören. Wenn es kein Flower Guardian Monster ist, dann werden leider beide Karten auf den Friedhof gelegt. Allerdings hat das Deck die große Eigenschaft, es kann sich das Deck stacken. Es kann sich die Karten so legen, wie es das gerne möchte. Vorzugsweise natürlich nur die obersten drei, aber das reicht ja mitunter auch schon. Und dadurch kommt die Karte halt selten tot und sie ist halt auch eine schöne Abwurfkarte, um halt den 1000 ATK-Busch zu machen. Dann haben wir das. Das ist mittlerweile der wichtigste Tuner in dem Deck, denn der erlaubt es einem, spezial zu kommen. Also das Wichtigste ist, man kann ihn auf irgendein Cardian drauflegen. Das ist so ein Träumchen. Und wenn er eben kommt, dann kommt er richtig dicke. Denn wenn du eine Flower Cardian Karte ziehst, während du ihn hast, darf man sich die obersten drei Karten des gegnerischen Decks angucken und das ist eigentlich immer ganz geil und darf sie in beliebiger Reihenfolge auf oder unter das Deck legen. Sprich, wenn halt der Infernoid-Spieler oder der Palio-Spieler gerade ganz oben das Gras ist grüner haben, dann wird man das natürlich ungern oben liegen lassen, sondern wird das unter das Deck legen und oder halt quasi ihm das Feld noch so weit verbauen, dass er quasi noch, falls noch zwei tote Karten dabei sind, dass er die zwei toten Karten erstmal ziehen kann.
Die Karte hat halt unglaubliches Potenzial. Gegnerisches Deck angucken ist stark. So, hier haben wir das Schweinchen. Das Schweinchen hat einen ähnlichen Effekt. Das ist das Schöne an diesen Kamens. Die kann man alle so beschwören, dass man sie auf irgendein Kardian drauflegen kann. Und das hat den netten kleinen Effekt, wenn es ein Flower Cardian Monster zieht, darf man ein gegnerisches Monster zerstören. Kann also auch sehr hilfreich sein, um das Feld zu clearen, um nervige Monster wegzukriegen. Ja. So, die nächste Karte ist eine von diesen speziellen Fällen, die ich schon genannt habe, wofür er ganz gut ist. Und zwar ist das der. Man kann ihn einfach so von der Hand spezial beschwören, auch in dreifacher Ausführung natürlich. Man kann ihn so von der Hand beschwören, wenn man einen Stufe 7 oder niedriger Kardian hat. Das heißt, man muss kein anderes Kardian-Monster dafür wegtributen, es kommt einfach so. Wenn es kommt, hat es den netten kleinen Zusatzeffekt, man darf eine beliebige Anzahl an Flower-Kardian-Monster von seiner Hand ins Deck zurückmischen. Und wenn man dies tut, darf man halt dieselbe Anzahl an Karten ziehen. Hat den großen Vorteil, man muss ihn natürlich nicht vorzeigen. Das wäre auch sonst etwas sehr fies. Und man kann sich so halt die Hand selber wieder aufhübschen und vielleicht eine der mächtigen Zauberkarten ziehen, die in dem Deck durchaus vorhanden sind und auch recht stark, recht großes Potenzial haben. Dann haben wir die Hirsche. Auch die Hirsche können wie die anderen Kamens quasi einfach so spezial beschworen werden, indem man sie auf irgendeins drauflegt. Im Gegensatz zum Schweinchen schießt die ZFs. Also sprich, wenn man richtig vorhergesagt hat, kann man damit gegnerische Zauber oder Feindkarten zerstören. Und auch das kann natürlich im richtigen Moment richtig, richtig hilfreich sein. So, meine Lieblingskarte in dem Deck ist jedoch diese hier. Das Flower Cardian Willow. Die Karte kann einfach spezial beschworen werden, indem man eine Stufe 10 oder 11? Stufe 10. Flower Cardian Monster oder niedriger auf dem Spielfeld hat. Kann man sie einfach von der Hand spezial beschwören. Hat natürlich den netten Vorteil, man hat wieder ein Monster mehr. Aber das ist noch nicht alles, denn die Karte sorgt auch dafür, dass man Karten aus dem Friedhof recyceln kann. Man kann nämlich ein Flower Cardian Monster vom Friedhof wieder ins Deck zurückmischen und anschließend eine Karte ziehen. Ungeachtet also auch da muss man das wieder nicht vorzeigen. Und somit kann man auch da wieder eine der mächtigen Zauberkarten ziehen. Diese beiden Karten haben jedoch auch einen riesengroßen Nachteil. Und zwar, wenn man sie beschworen hat, darf man für den Rest des Spielzugs nur noch Flower Cardian Monster normal oder spezial beschwören. Und das ist natürlich ein riesengroßer Drawback. Bra. Das klang seltsam. Es ist ein riesengroßer Drawback. Die haben zwar relativ starke Synchros, aber manchmal wäre halt auch ein Exceed besser und das geht halt leider nicht. Zusätzlich haben die natürlich auch alle unterschiedliche Stufen. Und das macht es halt etwas schwerer. So, der zweite Tuner, der ist nicht ganz so gut wie der erste. Also dieser Sechser ist der hier. Der hat natürlich wie all die anderen alten Cardians den Effekt, dass wenn er spezial beschworen wird, darf er. Der Hund war laut. Wenn er spezial beschworen wird, darf man Karte ziehen. Wenn es ein Flower Cardian ist, auf der Hand nehmen, wenn nicht auf dem Friedhof abwerfen. Die Karte hat eigentlich nur ein einziges Ziel in dem Deck, wo sie kommen kann, und das ist er. Sprich, wenn er auf dem Spielfeld liegt, kann man sie rufen. Ansonsten ist die Karte relativ schwer zu rufen. Hat natürlich den Nachteil, dass man ihn nicht unbedingt immer aufs Feld kriegt. Allerdings braucht man ihn wirklich. Mit nur den drei Rosen kommt man nicht weit. Ich war auch schon am Überlegen, ob ich ihn auf zwei Karte und dafür noch was anderes reinnehme, aber auf drei. Er kam bisher nie so schlecht, dass ich ihn verteufelt habe. Von daher lasse ich ihn auch erstmal auf 3, weil er kann sehr hilfreich sein. Außerdem ist er auch ein relativ gutes Abwurfmaterial für die Allure. So, und dann haben wir noch das Monster mit der höchsten Stufe in dem Deck. Das ist diese hier. Auch die spiele ich dreimal. Auch sie hat natürlich wieder eine Besonderheit. Auch sie kann spezial kommen. In dem Falle muss man eine Stufe, auch wieder Stufe 11, ein Stufe 11 oder niedriger Monster auf ein Stufe 11 oder niedriger Flower Cardian Monster auf seiner Spielfeldseite haben, dann kann man sie spezial beschwören. Auch hier gilt wieder, wenn sie spezial beschworen wird durch ihren eigenen Effekt, darf man für den Rest des Spielzugs nur noch Flower Cardian Monster spezial beschwören. Auch wieder hier ein harter Drawback.
Sie hat aber noch einen weiteren Effekt, nämlich wenn sie angegriffen wird, kann man die Battle-Phase beenden und darf dann eine Karte ziehen. Also die Attacke auf sie selber wird annulliert, die Battle-Phase wird beendet und man darf eine Karte ziehen. Das ist natürlich nicht zu verachten, allerdings wird der Gegner die Karte nicht unbedingt zweimal hintereinander angreifen. So, und jetzt kommen wir hier zum Herzstück dieses Decks. Also das ist eine Karte, die man First Turn wirklich sehr, sehr gerne haben will. Das ist Flower Gathering. Flower Gathering hat eine besondere Eigenschaft und zwar beschwört die einem gleich mal vier Monster aufs Spielfeld. Nachteil ist, die Effekte von den Monster werden annulliert. Und die Monster werden, glaube ich, auch zu Stufe 2 direkt. Ach nein, das war die andere. Die Effekte von den Monstern werden auf jeden Fall annulliert und die werden in Angriff beschworen. Die Karte hat genau vier Ziele im Deck, deswegen spiele ich jeden auch dreimal. Er ist dreimal sowieso ein Muss. Er ist dreimal ein Muss. Er ist dreimal ein Muss. Die würde im Prinzip auch auf zwei reichen, allerdings hatte ich es auch schon öfters. Gerade dadurch, es funktioniert wie ein Mill-Deck. Man zieht mild, im schlimmsten Fall unkontrolliert, wenn man nicht gerade eine der Karten hat, die jetzt gleich noch kommen. Und da ist es auch schon mal öfters passiert, als ich die auf 2 habe, dass ich schon beide verbraten hatte und dann noch eine Flower Gathering gezogen habe. Die kamen dann also nicht mehr so pralle. Deswegen auch er dreimal. Ja. Die Effekte werden annulliert, das heißt, man darf für ihn nicht ziehen, man darf für ihn nichts wieder reinmischen und man darf auch für ihn quasi keine Monster von der Hand wieder reinmischen. Ist ärgerlich, aber kann man mit leben. Immerhin hat man mit einer Karte vier Monster beschworen. So, dann Blumenstapeln. Blumenstapeln ist eigentlich meine favorisierte Karte in dem Deck, denn man kann mit ihr sich drei Flower Guardian Monster aus dem Deck oben aufs Deck drauflegen in einer beliebigen Reihenfolge. Das heißt, man weiß immer, was man zieht und kann dementsprechend auch die Effekte richtig gut nutzen. Kann mit den Karten auch etwas strategischer umgehen, weil man kennt ja seine Hand und man weiß, was man im besten Fall rausholen kann. Der zweite Effekt, der ist auch nicht zu verachten, nämlich lässt er einem ein Flower Guardian Monster vom Friedhof wieder auf die Hand nehmen, indem man die Karte vom Friedhof banisht. Das geht leider nicht in dem Spielzug, in dem sie auf den Friedhof gegangen ist, aber das macht auch nichts, denn es ist sehr mächtig, ein verbrauchtes Flower Card im Monster wieder auf die Hand zu nehmen. Gerade dieses Willow, also gerade den, der zurückmischt. Oder auch ihn. Das sind beides sehr gute Ziele, die man gerne wieder auf die Hand nehmen möchte. Und von daher definitiv auch das Stacking dreimal. So, dann gibt es noch eine neue Karte und zwar die Rekartisierung. Die ist eigentlich auch ziemlich cool, denn wenn man sie aktiviert, macht sie erstmal genau dasselbe wie das Stacking, wenn man sie vom Friedhof banisht. Man darf ein Flower Card im Monster vom Friedhof wieder auf die Hand nehmen. Zusätzlich erlaubt es die Karte aber noch, das Monster einfach so spezial zu beschwören. Das bedeutet, man darf ein Flower Card im Monster ungeachtet seiner Beschwörungsbedingung spezial beschwören. Auch ihn. Das kann unglaublich hilfreich sein und ja, hat auch schon das eine oder andere Spiel gerettet. Zum anderen, und das ist eigentlich der Effekt, den ich an der Karte am meisten feiere, deswegen spiele ich sie auch tatsächlich zweimal. Wenn die Karte durch den Flower Guardian Effekt auf den Friedhof geschickt wird, dann zeigt die Karte, was sie wirklich kann. Und zwar lässt sie einen die obersten fünf Karten des Decks ausgraben. Eine von den Zauber- oder Fallenkarten, die man. Waren es auch Fallen dabei? Ich spiele nur Fallen. Ja. Eine der ausgegrabenen Zauber oder Fallen darf man dann einfach auf die Hand nehmen. Ich muss gerade mal gucken, weil ich spiele selber nur Zauberkarten in dem Deck und von daher kam das mit der Falle für mich so noch nie in Frage. Ja, man darf eine der Zauber oder Fallen auf die Hand nehmen und die restlichen Karten darf man in beliebiger Reihenfolge wieder oben aufs Deck zurücklegen. Sprich, funktioniert auch nochmal so wie ein etwas schwächeres Kartenstapeln und ja, auch eine richtig geile Sache. Zweimal gesetzt unbedingt. Und jetzt zu einer Karte, die ich persönlich in dem Deck gar nicht mag, wo ich aber auch weiß, dass einige Leute die abfeiern. Super Koi Koi. Ich habe mit der Karte einfach kein Glück. Wenn ich mit dieser Karte, also natürlich, man kann sie mit Kartenstapel, mit Blumenstapeln oder mit
der Rekardisierung benutzen, um dann zu wissen, was kommt. Allerdings bin ich da kein großer Fan von, dass ich dann halt die zwei Karten dafür verbrate. Machbar ist es, ich habe es auch schon gemacht, allerdings ist der Effekt ansonsten relativ ein zweischneidiges Schwert. Diese Karte erlaubt einem, die obersten drei Karten seines Decks auszugraben. Jede Flower Guardian Monster Karte, die man so ausklebt, kann man ungeachtet der Beschwörungsbedingungen aufs Spielfeld spezial beschwören. Die Monster werden zur Stufe 2 und ihre Effekte werden annulliert. Alle Karten, die nicht diese Eigenschaft erfüllen, Flower Guardian Monster zu sein, werden verdeckt gebanished. Und man erhält für jede Karte 1000 Schaden. Ist an und für sich okay, ist vertretbar, gerade wenn man Blumenstapeln aktiviert hat, wird man definitiv drei Monster spezial beschwören. Allerdings weiß man dann auch wieder nicht, was danach kommt. Die Karte hat noch einen anderen Effekt. Der ist auch wieder sehr hilfreich für... jetzt habe ich es ganz nach unten gelegt, fantastisch. Für ihn. Und zwar kann man, wenn man die Karte aus dem Friedhof entfernt, einfach ein Flower Guardian Monster von seiner Hand spezial beschwören, indem man irgendein Monster dafür als Tribut anbietet. Das heißt, er umgeht auch den Effekt von ihm, dass für ihn nur ein Elver gelegt werden darf. Ist auch nochmal eine nette Sache. Ist gerade für die älteren Flower Guardians ganz gut, die immer auf eine spezielle Stufe angewiesen sind. Allerdings spiele ich die eben nicht bis auf den 1 Stufe 11 Synchro, bis auf den 1 Stufe 11 Tuner. So, und die einzigen Karten, die wirklich nicht Flower Guardian sind, ist einmal die Rota. Rota ist Bombe, weil die kann dir den suchen. Die kann dir... den suchen. Und sie kann dir den suchen. Alle Monster sind Krieger und alle Monster sind Finsternis. Das heißt, man hat für sie zumindest diese drei Ziele, wo was insgesamt 8 Ziele im Deck ausmacht. Mit 3 von der, 3 von der, 2 von der. Und da hat man halt nochmal die Option, nochmal etwas besser reinzukommen. Und dann natürlich noch die Allure. Allure bin ich sogar am überlegen, ob ich die jetzt noch kicke und dafür noch irgendwas anderes reinnehme, was irgendwie ganz cool ist. Zum Beispiel würde sich da auch der Black Jack anbieten. Wenn der durch den Effekt gemildert wird, kann man halt auch gleich nochmal sich ein paar Karten ordnen und das kann auch ganz cool werden. Man wird halt, oder ich werde zumindest nie den Falleneffekt nutzen können, aber muss ich auch nicht das angucken und sortieren, finde ich einfach besser für das Deck. So, und jetzt Extra Deck habe ich mich eigentlich nie wirklich so mit beschäftigt, weil für mich war es immer nur ein Fun-Deck. Ich war auch trotzdem sehr überrascht, auch wenn ich natürlich davon ausgegangen bin, dass die Effekte sehr stark sind, dass ich doch eher selten im Meta wirklich Erfolg oder gegen das Meta damit Erfolg hatte. Es ist nur doch so weit gewesen. Was das weitere Extra-Deck angeht, muss ich mich nochmal ein bisschen schauen. Ich habe halt hauptsächlich, komme ich auf Stufe 7 relativ leicht und teilweise Stufe 8. Ja, und zwar dreimal der hier. Das ist ein absolut bösartiges Drecks-Boss-Monster, was einfach mal so 5000 ATK hat, einmal pro Spielzug eine Zauber- oder Fallenkarte annullieren kann, dafür sorgt, dass, wenn gegnerische Monster gegen Flower Guardian Monster kämpfen, gegnerische Monster-Effekte bis zur Endphase nicht aktiviert werden können. Und der noch, wenn er durch den Gegner das Spielfeld verlässt, einfach so ein Flower Guardian Monster aus dem Extra-Deck spezial beschwört. Das kann zum Beispiel der Kumpel hier sein. Der Kumpel besagt halt wiederum, dass Flower Guardian Monster, solange er Licht, nicht durch gegnerische Karteneffekte angezielt und zerstört werden können. Zusätzlich bekommt der Gegner in jeder seiner Draw Phases, wenn er eine Karte zieht, 1500 Lebenspunkte Schaden. Das kann halt schon mal relativ böse zuschlagen. Allerdings, die Karte ist verdammt gut, oder wäre es zumindest, wenn sie nicht noch einen Drawback hätte, der die Sache etwas ausbremst. Allerdings kann man auch Felder legen, wo das dann relativ egal ist. Der Drawback ist nämlich, während der Endphase deines Gegners musst du dich... während der Endphase deines Gegners musst du dich entscheiden, ob du selber eine Karte ziehen willst. Wenn du eine Karte ziehen willst, werden die Effekte von ihm annulliert.
Das heißt, der Schutzeffekt fällt weg und der 1500 Schadeneffekt fällt weg. Das ist ärgerlich, allerdings ist das natürlich für ein relativ gutes Monster mit 3000, mit den Werten 3000 ATK, 3000 Def doch relativ stark. Und da ist der Drawback auch durchaus akzeptabel. Und eine Karte, die mir jetzt mittlerweile ganz besonders ans Herz gewachsen ist, auch wenn ich sie selten raushole, das ist der Kumpel hier. Der wird zweimal gespielt oder ich spiele ihn zweimal. Er hat den netten Effekt, er ist ein verbesserter Dweller. Und zwar sorgt er dafür, indem ich einen Flower-Card-Monster von meinem Friedhof aus dem Spiel banische, kann mein Gegner bis zu seiner Endphase keine Monster-Effekte oder keine Effekte im Friedhof benutzen und darf auch keine Monster vom Friedhof spezial beschwören. Das heißt im Prinzip, er blockt den Gegner oder was, naja, was heißt er blockt den Gegner? Er blockt halt sowohl die Frösche als auch Infernoid wirklich sehr gut ab. Infernoid hat halt noch den Vorteil, kann halt auch die dicken und die kleinen von der Hand spezial beschwören. Das ist ärgerlich, allerdings durchaus verkraftbar, denn sie können auf ihren zweiten Fried, auf ihre zweite Hand, nämlich den Friedhof, nicht zugreifen. Und Palio hat die Frösche, aber die haben sie eben auch nicht immer. Und gerade wenn das Froschkonzert schon durch ist und schon soweit alles im Friedhof liegt, kann die Ronin einfach nicht mehr wiederkommen. Es ist halt ein bisschen schade, dass es kein Schnelleffekt ist, aber dann wäre es natürlich auch etwas sehr stark. Und ja, was soll man dazu noch sagen? Der hat natürlich, weil dieser starke Banish-Effekt nicht schon stark genug ist, noch einen zusätzlichen Effekt. Und zwar machen Flower-Cardian-Monster Trample-Schaden. Das heißt, auch der Dicke mit seinen 5000 macht Trample-Schaden. Und das kann halt schon sehr hilfreich sein. Es war jetzt so, dass ich gegen, dass ich eigentlich relativ konstant, ich hatte in den Spielen ein oder zweimal konnte ich halt nicht wirklich gescheit eröffnen, weil ich keine Monster hatte. Aber ansonsten habe ich immer, ihn habe ich definitiv immer rausgekriegt. Und außer halt, ich habe gebrickt, dann konnte ich im Prinzip gleich zusammenschieben. Und im besten Fall, das wird natürlich durch die Karte nochmal vereinfacht. Allerdings geht es auch ohne diese Karte. Kann man diese beiden zusammen hinlegen. Wenn man die Karte hat, hat man halt dadurch noch mehr Ressourcen gespart und es kommt halt auch darauf an, was man danach natürlich noch nachzieht. Allerdings, wenn wirklich diese beiden hinlegt, dann hat es Infernoid schwer und Frosch kann im Prinzip gleich aufgeben. Man kann halt mit ihm das Gras annullieren. Durch ihn können halt die Infernoid-Kampfeffekte nicht genutzt werden. Durch ihn machen die Froschkarten oder besser gesagt die Palio-Karten nicht allzu viel. Und die sind halt wirklich eine richtig geile Kombi. Was ich jetzt so bisher nur ein einziges Mal geschafft habe, und das hat mich dann aber auch all meine Ressourcen gekostet, war wirklich alle drei auf einmal hinzulegen. Das ist aber im Prinzip trotzdem ein Ding da, oder fast ein Ding da in Möglichkeit. Da muss man halt wirklich richtige Traumhand haben. So. Wie gesagt, das weitere Extra-Deck, da muss ich dann erstmal noch schauen. Ich mag das Deck, meine Gegner mögen es nicht, das finde ich gut und ja, man sieht sich die Tage. See you!